Tag 4 unserer 30-Tage-Challenge. Was hat's mit Foundation auf sich? Und ich bin hier mit den Pferden, weil die einfach beitragen möchten. Na, die waren gerade auf der anderen Seite der Koppel. Ich hoffe, der Wind spielt hier mit. Und na, ich habe angefangen, die Voicemails zu machen für unsere Verbundenheits- Kreation, ne? Wo wir einfach jeden Tag einchecken in das innere Kind und was du sich wünschst. Und dann sind die hierher galoppiert, wo ich denke, wow, ihr seid wirklich willig und bereit, anderen beizutragen. Und das erinnert mich an Foundation Well. Ne? Wie sehr bist du auch wie so ein Pferd, das willig und bereit ist, beizutragen. Und ganz oft wird es nicht empfangen. Und dann denkst du, mit mir muss was falsch sein. So, das war für mich in meinem allerersten Foundation eins der Riesen-Ahas. Dieses Wow, ich bin anders und nicht falsch. So, ne, kennt das jemand von euch? Du kommst in einen Raum rein, da ist dicke Luft und das Erste, was dein Kopf macht, ist zu sagen: Oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Ich muss irgendwas gemacht haben, alle haben schlechte Laune. Uiuiuiui. Was habe ich gemacht? Ich muss rausfinden, wo ich was gemacht habe, dass die dicke Luft ist, damit ich es ändern kann, damit alle wieder happy sein können. Ne? Weil für dich, du bist basically wie ein Pferd. Ne? Auf deiner Koppel happy am Spielen, ne? Sich gegenseitig verwöhnen, ab und zu gibt es Kabeleien, gehört auch dazu. Aber ansonsten, ne? Bist du einfach und genießt das Leben. So, und ne? Nicht jeder lebt so. Andere Menschen lieben es, Schwierigkeiten, Probleme zu haben, Stress zu haben, Bewertungen zu machen. Das ist nicht deine Realität, ja? Das ist das, was du oft aufschnappst. Und wie gesagt, in meinem ersten Foundation war das Aha schlechthin. Ich bin nicht falsch, ich bin anders. Und da hat eine Neugier gestartet. Was ist mit diesem Anders dann wohl alles möglich? Was kann ich damit wählen und kreieren? So, und anders ist nicht richtig und es ist auch nicht falsch. Es ist einfach anders. Nun schau mal, wie anders bist du? So, wie anders blickst du in die Welt? Wie anders wünschst du dir? Oder was ist deine Art zu kreieren? Wir sind alle so anders und diese Welt sieht immer alles gleich. So. Und ich kann euch nur einladen, wenn ihr die Gelegenheit habt. Und deswegen genieße ich das hier in Dänemark gerade so mega. Wenn ihr die Gelegenheit habt, in die Nähe von Pferden zu kommen, ne, die facilitieren in euch dieses Sein. Dieses, du sitzt einfach nur und kannst empfangen und kannst dich verschenken. Ein Pferd empfängt dich. Ne? Für ein Pferd musst du nichts richtig machen. Für ein Pferd musst du nicht gleich sein. Für ein Pferd musst du gar nichts machen. Einfach du. Und je mehr du bist, desto mehr Spaß hat es mit dir. Ja? So, wenn du beginnst, ne, alle möglichen Erwartungen, Projektionen zu haben, sagst, pff, du bist langweilig, ich geh weg. So. Und wenn du mir nicht glaubst, probier es mal aus. Ne? Wenn du irgendwas beweisen möchtest, sagt das Pferd, ja, ciao. Ich komme wieder, wenn du bist. Ne? So, what else is possible here? Hallo, Nix. Er liebt es, mit Menschen zu sein, glaube ich, und euch beizutragen. So, also schau mal. Möchtest du wissen, was an dir anders ist, wie anders du bist und was damit möglich ist. So, ich habe im Vorfeld, ne, bevor ich die Tools von Access kennengelernt habe, viele andere Modalitäten gehabt und da hat es immer geheißen, nicht bewerten, aber da musst du dich vor negativen Energien schützen. Und ich so, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich nicht mehr bewerte, wie muss ich mich dann vor was schützen? Wenn ich mich schütze, habe ich mich dann nicht schon zum Opfer von was gemacht? Das hat mir, ne, ich habe es zwar gemacht, ne, nach den Ausbildungen, die ersten 3 Tage und dann habe ich es vergessen. Oh, surprise, ich habe überlegt, also so krass, ne, so schlimm kann es nicht gewesen sein, wovor ich mich hätte schützen sollen, ja. So, Leben ist nicht zum Schützen, sondern Leben ist zum Leben. Da, schau mal jetzt in die rechts und links, was für ein Bild. Naja, also, was hast du alles gehört, ne, wo deine ganzen Kanäle verstopft sind, wo du das Ganze richtig und falsch hast? Anstatt einfach, Moment mal, was ist hier sonst noch möglich? Was, wenn von dem nichts wahr sein muss, sondern. So, jetzt haben sie genug gehabt. Sondern du wirklich beginnen kannst, dich zu entdecken, auch wenn es anders ist. Du musst nichts beweisen für niemand. Ich sage das nochmal, du musst nichts beweisen für niemand. Wie anders könnte dein Leben sein? Mit deiner Bereitschaft zu entdecken, Moment mal, was ist denn eigentlich noch alles anders? Wie tick ich?
Was ist wahr für mich? Was möchte ich? Kriegt es Raum? Oder tust du alles dafür, dass das verborgen bleibt? So, kein richtig, kein falsch. Just choice. Tschüss.